Hade Dudde da. Ah ja. Servus. Ladies and Gentlemen, noch eine Sache. Ich habe heute etwas gemacht, was ihr kaum glauben werdet. Ich habe mir die Bedrock-Version von Minecraft angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich feststellen, was für eine Scheiße ist das denn bitte mit den Command-Blöcken dort? Das ist voll der Schwachsinn. Was hat sich Mojang dabei gedacht, so beschissen das alles zu machen? Es gibt kein Data, es gibt kein Data-Merge. Execute ist auf 1.12 runtergelegt. Es gibt keine Möglichkeit, mit NBT oder irgendwas anderes zu machen. Ich kann kein Amos-Ten spawnen, der unsichtbar ist. Ich kann nichts machen in dieser Verkackung. Nachdem ich das festgestellt habe, habe ich festgestellt, wie schön doch die Java-Version von Minecraft ist. Es gibt so viel, was mich ankotzt. Ist kein Witz. Darf ich es euch mal zeigen? Erstens. Nur ein paar Kleinigkeiten, die mich an der Pocket-Version stören. Erstens. Wieso im Namen der Dreifaltigkeit Gottes kann ich nicht kopieren und pasten im Chat? Ich kann nichts markieren, ich kann nichts kopieren, ich kann nichts pasten. Ich kann nicht ein Command mal eben vordefinieren, kopieren und irgendwo einfügen. Warum geht das nicht? Oh, oder doch? Was zum... Okay, nächster Versuch. Geht das vielleicht hier? Nö, geht nicht. Geht nicht. Kann ich... Nö, geht nicht. Seht ihr das? Kann ich den so markieren? Nö, kann ich nicht. Ich kann den Command nicht markieren. Okay, gut. Zweitens. Warum fühlt sich das Genen-Pocket so komisch an? Da. Warum mache ich das? Warum? Warum? Warum ist das so komisch, das Gen? Dann irgendwas ist weird, wenn man Blöcke setzt in der Pocket-Version. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Guck mal. Plötzlich werde ich schnell. Plötzlich werde ich langsam. Plötzlich werde ich schnell. Erst langsam. Plötzlich werde ich schneller. Irgendwas läuft. Sechster Monat für Gen. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Dann Programmierung von Command-Blöcken. Geht nur zum Teil. Und zwar geht beschissen begrenzt. Ich werde mein Ziel nicht aufgeben. Ich werde eine Golf-Engine programmieren in Bedrock. Ich möchte es zumindest beweisen, dass es geht. Auch, also quasi, das ist grauenhaft. Ihr wisst ja, was das Beste von allem ist? Scoreboard. Oh, es ist herrlich. Pass auf. Scoreboard. Objectives. Add. Test. Es gibt nur Dummy. Wieso gibt es nur Dummy? Minecraft hat das Scoreboard entwickelt, um verschiedene Teile des Spiels zu tracken. Und es gibt nur Dummy in Bedrock. Was ist das für ein Dreck? Ehrlich. Es gibt keine Events. Wenn ich ein Summon mache, ich kann kein Item summon. Es geht nicht. Ich kann kein Item summon. Aber wisst ihr, was ich kann? Ich kann komischerweise ein Item ansteuern. Das geht. Warum zum Kuckuck geht das? Execute. Add E. Typ gleich Item. Das funktioniert. Dab, dab, dab. Teleport. Add S. Dab, dab, dab. Das funktioniert komischerweise. Warum funktioniert das? Das funktioniert. Aber ich kann kein Item summon. Nö. Ich kann auch nichts markieren. Ich muss hier summon Item. Nö, gibt's nicht. Item. Existiert nicht. Ich kann keine Data-Tags eingeben. Ich kann zwar einen Amos-Ten spawnen, aber ich kann hier hinten nur Events eingeben. Events. Und das war's. Ich kann keinen unsichtbaren Amos-Ten spawnen. Das heißt, wie soll ich einen Golfball hinkriegen? Ich habe schon eine Idee, wie ich das hinkriege. Aber das Beste von allem ist, wie zum Kuckuck soll ich jetzt bitte eine Vektorberechnung machen in Bedrock? Erkläre mir das einer. Es geht nicht. Warum gibt's keine Fackel? Oh, bitte nicht auf Deutsch. Oh, oh, oh. Wie geht das jetzt in die Offhand? Geht nicht. Wie geht nicht? Wie geht... Warum spielt ihr das eigentlich? Habt ihr kein Java?